Shalom Aleichem. Der Rebbe hat einmal gesagt, wenn Sie möchten, dass eure Kinder sollen bekommen Erziehung am Sommer, genauso wie im Winter, sprechen wir auch heute über den Sommer. Sie sehen dahinter in Südamerika, in Uruguay, es ist Sommer und schön, herrlich und gut. Und man kann auch die Sonne genießen mit Inhalt, mit Werte, mit jüdischer Erziehung und Identität darüber zu reden. Wir werden sprechen heute, warum es ist so wichtig, jüdische Kinder zu schicken zu Camp Gan Israel. Und Gan Israel und Emuna sind die Camps von Chabad, die durch die Jahre haben eine große Entwicklung und sie haben heute schon viele verschiedene neue Namen und Varianten. Ich habe auch heute mit mir Eltern, Kinder, Jugendlichen. Ich grüße euch alle. Schön, euch so zahlreich zu sehen. Ich werde euch zum Schluss auch geben, Möglichkeit und Optionen, Fragen zu stellen. Es war Mitte 60er Jahre. Der Rebbe hat getroffen Avremel Shemtov, der Vater von der Shaliach hier in Uruguay, Eliezer Shemtov. Und der Rebbe hat ihm gesagt, ich tracht dem Sommer zu fahren in Camp Gan Israel. Der Rebbe hat ihm gesagt, dass er hat vor, zu kommen zu diesem Camp. Aber derweil halt das bei dir. Mit der Zeit will ich das Kundgebung, ob der Rebbe wirklich fährt zu diesem Camp oder nicht. Und dann, es war ein Chabadnik aus Chicago, Rebbe Avrom Levitansky, und der Rebbe hat ihm gefragt, was klärt ihr zu machen mit eurem Kind nächsten Sommer? Und die Eltern haben gesagt, ihr geht mit uns zum Hausferien. Es gibt so viele Eltern, sie fahren mit den Kindern zum Hausferien. Und der Rebbe hat ihm gesagt, ich tracht Ferienhaus. Der Rebbe hat ihm gesagt, ich tracht hereinzufahren zu diesem Camp Gan Israel. Und wenn euer Kind ist nicht dabei, er wird oben auf euch verrieben, von was er hat mir nicht gesehen. Guck mal, was der Rebbe hat dir gesagt. Der Rebbe hat gesagt, in Camp, wer befindet sich in Camp? Der Rebbe. Und wenn das Kind wird fragen, die Eltern, warum habt ihr mich nicht geschickt zum Camp? Der Kind wird später kommen auf die Eltern mit Beschwerde, warum habt ihr mich nicht geschickt zum Camp? Der Lubavitcher Rebbe ist gekommen zum Camp, uns zu besuchen. Und der Rebbe hat gesagt, jeder, der schickt seine Kinder zu Camp von dem Rebbe, Camp von Chabad, sagt der Rebbe, die Kinder sind in meine Aufsicht. Kannst du vorstellen, du hast eine Möglichkeit, eine private Stunde Erziehung schicken deine Kinder zu sein im Camp von Chabad, wo der Rebbe passt auf die Kinder 100%. Und ich habe gedacht, heute mit euch darüber zu sprechen. Der Rebbe hat in die 60er Jahre gefahren, 2,5 Stunden zu diesem Camp. Dreimal ist er gefahren. Und er hat erklärt, warum heißt das Gan Israel? Warum heißt das Gan Israel? Israel, wer ist Israel? Das glauben viele, aber der Rebbe hat erklärt, Israel geht das auf den Baal Shem Tov. Es geht um Israel Baal Shem Tov. Israel Baal Shem Tov war der erste chassidische Gründer. Der Baal Shem Tov hat gerne gegangen in den Wald und gehört die Zwitschern von dem Vogel, von der Natur, so wie wir hier auch. Das ist Papagei. So wie sie hier genießen. Und Gan bedeutet 53 Abschnitte in die Tora. Es gibt Gan, Sdarot von der Tora und Möglichkeiten, die Tora zu lernen. Und das hat der Rebbe erklärt bei der ersten Sicha. Für die Kinder sollen sie wissen, dass sie befinden sich in der höchsten Stufe, was kann passieren im jüdischen Volk. Die sind in der höchsten Stufe von Tora, Gan, die 53 Abschnitte von der Tora, plus Israel, plus die Gründe von dem Baal Shem Tov. Ab dieser 3 Jahre, jedes Jahr am 20. im Monat Av, wo ist die Jahrzeit von dem Vater von dem Rebbe, Rebbe Levi Yitzchok, alle Kinder sind gefahren gemeinsam mit Bussen zu dem Rebbe und der Rebbe hat gesammelt alle Kinder und er hat gemacht eine Sicha. Sicha ist eine extra Rede für die Kinder. Ich habe euch gesammelt verschiedene Punkte, was hat der Rebbe gesagt, warum es ist wichtig zu schicken Kinder zu einem Camp. Nummer 1, sagt der Rebbe, guck mal, wie modern ist der Rebbe. Der Rebbe hat gesagt,
Wenn ein Kind befindet sich in einem jüdischen Camp, schafft er jüdische Interaktion mit anderen jüdischen Kindern. Das heißt, er weiß schon, wer sind seine Mitmenschen, wer sind seine Kumpel, wer sind seine Freunde, mit welchen Menschen will er sich befinden. Und daher erhebt er seine Geon Jakob, erhebt seinen jüdischen Stolz. Es gibt sehr viele jüdische Kinder, ich sehe das selbst in meiner Schule. Ich bin nicht Schmuel, ich bin Sam. Mit Sam fühlt er sich viel wohler als mit Schmuel. Warum? Weil in seiner Schule, es ist unangenehm zu sein Schmuel. Es ist viel schöner zu sein Sam oder Jackie, anstatt Jakob. Heute habe ich getroffen auch Ayid. Wie heißen sie? Javier. Ich sage, was ist Javier? Sagt er, seine spanischen Namen. Auch gibt es Juden, die heißen Javier. Habe ich gesagt, wie ist dein jüdischer Name? Sagt er, Chone Binim. Was sage ich, was, wie kommst du zu Chone Binim? Sagt er, mein Opa war ein Hasid, Gerer Hasid. Und sie wollten geben Simcha Binim, aber der Opa hat geheißen Chone Binim. Und er heißt Chone Binim. Chone Binim ist eine typische chassidische. Aber ich habe ihn gefragt, was machst du? Sagt er mir, er ist ein Arzt. Er ist ein moderner Mensch. Und daher, es ist ihm viel angenehm, mit seinem spanischen Namen zu leben. Also der erste Aspekt, was erklärt der Rebbe, warum es ist wichtig, zu schicken Kinder zum jüdischen Camp, jüdische Interaktion mit anderen jüdischen Kindern. Ich werde das ein bisschen ausführlich erklären. Heute die Kinder sind ein bisschen einsam. Einsam in Körper und einsam in Seele. Und der Rebbe hat auch gegeben ein Beispiel vom Untertauchen. Was passiert, wenn ein Mensch untertaucht? Ohne Gerät. Er erstickt. Nein, 2 Minuten. Was braucht er später? Luft. Was passiert, wenn ein Mensch hat den ganzen Tag nicht gegessen und nicht getrunken? Hunger. Hunger. Sagt der Rebbe, die heutigen jüdischen Kinder haben 2 Sachen. Sie haben Hunger und es fehlt denen Luft. Hunger für den Körper, für jüdische Aktivitäten und Luft und Atem für die Seele, für die Neshama. Sie brauchen einfach tief einatmen. Und wenn man schickt Kinder zum jüdischen Camp, die sind dort mit jüdischen Atmosphäre. Was ist Atmosphäre? Atmosphäre ist Umgebung von Luft. Die atmen jüdischen Rahmen. Und das bringt uns zum zweiten Aspekt. Warum es ist wichtig, jüdische Kinder, ich habe noch nicht beendet die erste Sache. Warum die Kinder sind heute einsam? Weil sie spielen die ganze Zeit mit ihren elektronischen, virtuellen Welt. Und diese virtuelle, elektronische Welt spielt man meistens alleine, stimmt? Also gibt es auch Spiele, man spielt zu zwei, aber ich habe gesehen, selten Kinder, die suchen noch einen Freund, mit ihm das zu spielen. Genau deswegen, die Spiele, die man online spielt, die andere machen am meisten Spaß. Ja? Ja. Warum? Weil man, da spielt man nicht gegen Computer, da, man sieht, dass es Menschen, die ein Gehirn haben, also die, sag mal. Sehr interessant. Also der erste Aspekt, was bringt dem Rebbe? Er sagt, ihr könnt eure Kinder befreien von Einsamkeit, von Selbstgehen. Jetzt kommt die zweite Sache. Die zweite Sache heißt Misgeret. Misgeret heißt ein Rahmen. Ein Kind kann nicht einfach den Tag leben ohne Plan. Auch Männer nicht, auch Erwachsene nicht. Ein Mensch braucht seine täglichen Routine. Ein Mensch braucht seine täglichen Curriculum. Ein Mensch braucht seine täglichen Struktur. Er braucht diese Struktur. Ja. Und Kinder ohne Rahmen, die sind verloren und die wissen nicht, was man von denen will. Also die sind wirklich unzufrieden, sagt der Rebbe. Und der Rebbe gibt noch einen Bonus. Sagt, du brauchst nicht den ganzen Sommer sein im Camp. Du kannst am Anfang von Sommer ein bisschen zu Hause sein. Du kannst am Ende vom Sommer bei irgendeiner von deiner Familie sein, aber die Hauptportion von dem Sommer sollst du gehen zum Camp von Chabad. Und das wird bringen in deine Familie, sagt der Rebbe, nicht nur Naches,
in die spirituelle Welt, in die geistige Welt, in die jüdische, in die ideologischen, sondern auch begashmiut, auch in eine kommerzielle, tagtäglichen Derech Eretz, gute Benehmung und Manierung von den Kindern. Die Kinder werden gut sein. Also zwei Sachen haben wir schon gesehen, Argumenten, warum es ist wichtig, die Kinder zu schicken. Eine war gesellschaftlichen Interaktion, klar? Die zweite ist Rahmen. Kinder brauchen Rahmen. Zu welchem gehört das mit Luft und Essen? Zum Ersten. Ja. Zur Gesellschaft. Zur Gesellschaft. Okay. Weil wenn die Kinder, die kriegen keine... ohne Menschen verlierst auch zum Essen und Trinken. Ich weiß nicht, wie es bei dir. Wenn ich esse und trinke mit anderen Menschen, das Essen schmeckt einfach... Viel besser, viel anders. Und sogar bei Kindern bis heute, ich habe gelesen einen sehr interessanten Artikel von der Erziehung, dass Kinder, die haben Probleme mit Essen, wenn sie sitzen mit anderen Kindern, wollen sie mehr Kartoffeln, wollen sie mehr Chips, wollen sie mehr... Weil der andere will mehr und es wird nicht genug sein, die kriegen Appetit und die kriegen Lust. Und die Energie, was haben sie verbracht? Energieverbrennung. Was sie haben gemacht, haben sie viele Bedürfnisse. Die zweite ist, Misgeret Chevratit zu wachsen. Jetzt kommt die dritte. Der Rebbe sagt etwas, sehr modern, finde ich. Der Rebbe sagt, die Schule bringt immer trockene, die Kinder haben wenig Möglichkeit in die Schule, sich selbst zum Mittelpunkt zu bringen. Verwirklichen ihren Talent. Man macht ein Referat alleine, aber die Kinder spielen nicht, sie haben nicht eine Rolle, die haben keine Kreation, sie kommen nicht zu ihrer eigenen Verwirklichung von ihrem Talent. Und manchmal gibt es ein Kind, wo in die Schule ist er ein bisschen schwach. Aber wenn es kommt zum Sommercamp, er kann tanzen, er kann malen, er kann Fußball spielen, er kann basteln von Keramik oder andere Kreativitäten. Und das schenkt eure Kinder neue Selbstbewusst. Du kannst retten dein Kind. Sag der Rebbe, es kann neue Erfrischung, Energie schenken für das ganze Jahr durch den Sommercamp. Das heißt, durch die neue Entwicklungsmethoden von dem Camp, also die Madrichim und die Madrichot, die Erzieher und die Erzieherinnen sind Menschen, die haben Pädagogik studiert oder Erfahrung bekommen, durch dem, dass, wenn sie waren Kinder, haben sie das gemacht. Außerdem, sie wollen es auch für die Kinder höchstens interessant zu machen und sie finden verschiedene Sachen. Also, was macht man im Camp? Im Camp ist man offen zu neuem Lernen, zu neuem Singen, Kreieren, Malen, Ausdrucken, sich selbst zu verwirklichen. Man lernt zu kämpfen mit anderen Gruppen, zu Wettbewerben und verlieren und gewinnen. Und man lernt auch im Camp umzugehen am Leben mit Verlust. Es gibt Kinder, in dem Moment, wenn sie haben verloren, die sind wochenlang damit unzufrieden. Wenn du bist im Camp und es wird gemacht sportlich, weißt du, es gibt zwei Wege vom Sport. Es gibt Sport für Professionelle und es gibt Sport für Spaß. Manchmal zwei Länder haben so ein Landspiel. Freundschaftsspiel. Freundschaftsspiel. Was macht die Menschen mehr andersrum? Okay, dann nehme ich dein Beispiel. Nein, Stuhlspiele sind viel mehr interessant. Genau, deswegen habe ich gesagt, diese Beispiele sind nicht so. Dann nehme ich dein Beispiel weg, dieses Beispiel hat nicht der Rebbe gesagt. Keine Marke von Freundschaftsspiel interessiert mich so. Okay, dann nehme ich dein Beispiel weg. Nehme ich denn, das ist nicht gut, okay? Ich habe schon eure Meinung. Okay, das ist ein Dialog. Okay, ich möchte die drei Punkte noch einmal betonen und dann öffnen wir hier eine offene Diskussion und Fragen. Unsere erste Frage ist gewesen, was bringt uns jüdische Camp? Die erste Sache, was haben wir gesagt? Gesellschaft. Was heißt Gesellschaft? Interaktion in Freundschaft. Zweite Sache, Rahmen. Dritte, Selbstverwirklichung. Okay? Also das sind die drei Sachen, die gibt uns Camp.
Warum heißt das Gan Israel? Gan wegen der Wochenabschnitte und Israel wegen dem Baal Shem Tov. Wie viele Mal hat der Rebbe besucht in Camp? Dreimal. Was hat er gelernt unterwegs? Und das finde ich eine wichtige Sache zum Camp zu machen. Unterwegs, der Rebbe hat gelesen das Buch über den Baal Shem Tov. Die Lebenslauf von dem Baal Shem Tov. Rabbi Israel Baal Shem Tov, Tov Shin Chof von Ozad Kehat. Ich glaube, soll man das am Camp tief lernen. Ja, in jedem das, Camp. Wer hat das geschrieben? Weiß ich nicht. Ich habe heute über diesen Buch zuerst einmal gelernt. Und ich werde finden diese Buch und ich werde über diesen Buch noch einmal lesen. Das heißt, Rabbi Israel Baal Shem Tov, Tav Shin Chaf. Guck mal, wer hat geschrieben dieses Buch. Vielleicht Rav Glitzenstein, keine Ahnung. Rabbi Israel Baal Shem Tov, Ozad Kehat, Publicity von Kehat, Tav Shin Chaf. Ah, sehr interessant. Und das hat der Rebbe gelesen, 2,5 Stunden hat er das ganze Buch gelesen. Also von 70 bis die Countries, wo der Rebbe ist gefahren. Dann habe ich gedacht, auch diesen Einzelheit, wo der Rebbe hat, diese Buch gerade gelesen, hat eine große Bedeutung, was in die Inhalte sollen sein im Sommercamp. Also der Baal Shem Tov soll spielen dort eine große Rolle von seinem Lebenslauf, von seiner Geschichte, von seinen chassidischen, ja. Also das ist ungefähr das, was ich euch erzählen wollte. Und jetzt lade ich euch alle an zu 5 Minuten oder 10 Minuten Fragen und Diskussionen. Bitte schön. Meine Frage ist, Interaktion ist sehr wichtig, jüdische Beziehungen sind auch sehr wichtig, aber was ist besonders bei Chabad Camp? Gibt es viele Sommerkämpfe, verschiedene Richtungen, verschiedene jüdische Institutionen. Warum Chabad? Viele. Ich erkläre das. Es gibt zwei Wege, einen Kranken zu heilen. Es gibt einen Weg, einen Kranken zu heilen durch Local. Also Chabad ist die Neshama. Was heißt das? Andere Leute nehmen eine Sache von Jiddischkeit, Liebe zu Israel. Sehr gut. Liebe zu der jüdischen Gemeinde. Sehr gut. Aber die jüdischen Stolz von der Seele, ich bin ein stolzer, offener Jude, ein progressives Judentum, ohne zu schämen, ohne zu schüchtern und gleichzeitig moderne Orthodoxie, so wie unsere Vorfahren, das kann Chabad vermitteln. Chabad ist gleichzeitig sehr offen und gleichzeitig sehr traditionell und kann diesen großen Spagat geben. Und es gibt ein Camp für Jungs, ein Camp für Mädels. Das heißt, alles wird gemacht nach der Halacha. Es wird dort gebetet und es schenkt eure Kinder, dass sie später in die Synagoge oder dort, wo sie befinden sich, sollen sie nicht fühlen fremd. Ich frage mich, wenn jüdische Kinder sind so viele Jahre, weißt du was? Ich bin sehr froh manchmal, ich sehe die jüdischen Camps in Deutschland. Gott sei Dank, die Kinder kommen davon zurück. Was bleibt von dem Camp? Das Tischgebet. Ja, das ist geblieben. Sie können sehr gut singen, das Tischgebet. Ich glaube, Chabad kann schenken, nicht nur das Tischgebet. Chabad kann schenken, soll eure Kinder wissen, was ist genau die Synagoge, was ist Sefer Torah, was ist Bama. Der Rebbe hat erklärt, warum heißt das Gan Israel? Weil Gan ist die 53 Abschnitte von der Torah und jedes Kind hat eine Buchstabe in die Torah. Eins, jeder Kind, der kommt zum Camp von Chabad, kriegt eine Buchstabe in die Tora. Das schenkt keine Kaitana, das schenkt keine Camp. Es gibt noch keine Kaitana, wo man sagt, das Kind, das kommt, aber bekommt eine Buchstabe. Und jeder Kind hat eine Buchstabe, bekommt auch eine Urkunde. Und diese Möglichkeit ist eine Sache, die manchmal Leute müssen 50 Jahre alt sein, um eine Buchstabe zu haben in die Tora. Hier kommt ein Kind. Er ist gekommen, weiß er, in welchem Abschnitt in der Tora ist eine Buchstabe. Das ist eine Sensation. Das ist eine verbunden, die modernsten Welt mit dem altesten Torah. Und Israel heißt auch der Baal Shem Tov. Und nicht umsonst, der Rebbe hat gelesen, unterwegs zu the country. Es gibt ein Buch, Rabbi Israel Baal Shem Tov, Tav Shin Chaf. Und der Rebbe hat das gelesen, 2,5 Stunden unterwegs, als er hat gefahren zu the camps. Und ich glaube, soll man in jüdische Camp das erzählen. Verstanden? Also Chabad Camp ist Neshama, ist Seele. Es macht dein Kind überzeugt von progressive, moderne, offene, traditionelle, starke Judentum. Darf ich mich dieser Frage anschließen? Es ist aber nicht zu religiös. Also, mir ist schon die Tradition wichtig, aber das,
aber ich würde vielleicht, also als meine Kinder klein waren, hatte ich auch kein Problem. Ich habe in meiner Stadt so ein Daycamp vom Rabatt, da habe ich auch immer meine Kinder gerne hingeschickt. Aber jetzt so ein Ferienlager mit Schlaf würde ich da, wo seine anderen Freunde hingehen, und bin eben nicht so was zu religiöses. Ich habe Angst, dass alles ein bisschen zu religiös wäre für meine Kinder. Ich will dir ein bisschen überraschen. Ich glaube, die Kinder heute sind nicht in Gefahr im Camp. Die Kinder heute sind in Gefahr zu Hause, in ihrem Schlafzimmer. Dort ist gefährlich. Dort ist wirklich verdammt gefährlich, wenn das Kind sitzt in seinem PC oder in seinem Laptop oder in seinem eigenen Handy. Das, was er dort sieht, dort sollen ihre Eltern Sorgen zu machen, was passiert bei denen zu Hause. Wenn er geht zum jüdischen Camp, Halleluja, Halleluja, mein Gott im Himmel, Halleluja, soll der Kind soll sich anstecken ein bisschen von dieser Tradition. Wenn das wäre deine Ängste, sollen deine Kinder sollen ein bisschen Jiddischkeit bekommen, das wäre die schönste Matana. Die Eltern, ich unterrichte Religion selbst, die 7. Klasse und die 9. Klasse. Eltern rufen mich an. Ich mache mit den Kindern Gespräche über Tätowierung, über Zigaretten. Ich will nicht noch tiefer weiterreden. Und ich sage den Kindern in der 9. Klasse, dass Zigaretten ist ekel, weil die Kinder spucken die ganze Zeit. Und die Kinder sind Schnorrers, weil die lachen sich tot, die verstehen ganz genau, was ich rede. 9. Klasse, Kinder, heute, das ist eure Angst. Und sie kommen zum jüdischen Camp und ein bisschen jüdische Identität. Die Eltern, ein säkulärer Papa hat gesagt, tu mir einen Gefallen, Raskin. Gib meine Kinder in dieser Zeit, wo du bist mit denen, Maximum Spritzen. Wenn du hast noch eine Betäubung und Infusionen in zwei Hände, pupp sie mit Maximum Jiddischkeit. Das ist deine Ängste? Nein, das sind nicht meine Ängste. Ich glaube, es ist viel zu wenig. Ich glaube, 3 Wochen, es wird viel zu wenig. Ich glaube, die Kinder heute sind so weit von weg, von diesen, sie können nur diesen und tanzen und weltlichen, sie wissen, wie zu bewegen ihren unteren Teil und nicht zu trainieren den oberen Teil. Ja? Noch eine Frage, ein Kind, wo seine 3, 4 engen Freunde alle zum Beispiel Fußballcamp gehen. Ja. Eine Klasse geht zum Beispiel zum Fußballcamp. Wie kann man ihm erklären und überzeugen, dass er zum Rabattcamp kommt? Also was kann man so einem Kind sagen? Eins, er kann auch eine Woche gehen zum Fußballcamp. Die Sommer ist groß. Hier geht das nur um 2, 3 Wochen. Und diese Camps von Chabad sind nicht teuer. Jeder kann das sich leisten, und die haben nicht Chabad, ist auch bereit zu helfen und zu unterstützen und entgegenzukommen. Drittens, ich gebe den Eltern einen Tipp. Ich habe jetzt geschickt mein Kind nach Manchester, um kennenzulernen andere Kinder, andere Freunde, andere Umgebung, andere Toleranz und menschliche Möglichkeit. Weil die Idee von Chabad-Camps ist gerade zu nehmen Kinder von Public School. Und wenn alle kommen nur von Elisabeth-Schule oder von Anna Schmidt, die Kinder von Anna Schmidt kennst du doch. Ich unterrichte Religionsschule. Bei mir sind 37 Kinder von vielen, vielen Gruppen. Immer wenn kommt eine Gruppe von einer Schule und alle sitzen in dieselbe Reihe, ich verteile sie. Ich sage in Arbeitsgruppen, ihr bleibt nicht weiter in eure Anna Schmidt oder Elisabeth. Ihr sollt jetzt kennenlernen andere Kinder, ihr sollt jetzt kennenlernen andere Gruppen, und mit diesen anderen Gruppen wird ihr viel besser. Deshalb, wenn Eltern fragen, warum soll ich nicht mein Kind schicken zum Fußball, ich würde die Eltern sagen, schick dein Kind zum Fußball. Fußball wird er spielen auch das ganze Jahr mit den Freunden. Auch im Chabad-Camp spielt man Fußball. Ja, aber die Frage ist sehr berechtigt. Also er will doch gehen zu einem Camp mit seinen eigenen Freunden. Die Eltern sollen sagen, du brauchst jetzt eine Behandlung, eine geistige Behandlung. Wir haben Angst, dass du sollst später, weißt du, wenn du nicht dein Kind schickst zum Chabad, komm nicht später und weine und jammere und sage, ja, mein Kind hat geheiratet, er hat eine nicht gute Freundin oder nicht guten Freund, die gehen nicht auf dem richtigen Weg. Du hast eine Möglichkeit, deine Kinder zu retten, sollen sie bleiben auf dem jüdischen Spur. Komm nicht später und sag, yeah, Quodarab, Entschuldigung, meine Tochter hat einen Freund, der uns nicht gefällt. Zu spät. Und ein Kind, der zum Beispiel keine Alternative hat als Fußball, aber dieses Camp selbst von Chabad, er sagt, er hat kein Interesse an Judentum und er will überhaupt davon weggehen und er will das sozusagen vergraben. Dieses Kind ist mindestens ehrlich, niemand hat Interesse an Judentum. Auch nicht die Älteren.
Nee, aber Eltern, die Großeltern, nee, die der Rebbe hat geschrieben einen Brief, wir sind alle Bnei Avrom, Yitzchok und Jakob. Die Kinder von Sarah, Rivka, Rachel und Lea. Aleinu mutal Chov Kadosh lishloch et hailadim lekem Gan Yisroel. Was ist Chov Kadosh? Was ist Chov Kadosh? Ein heilige Verpflichtung. Der Rebbe hat gesagt einmal in Paret von Lag Baomer, dass manchmal die Eltern wollen nicht die Kinder schicken zum Camp. Du stellst eine Frage, was passiert, wenn der Kind will nicht? Da müssen die Eltern zwingen. Die Kinder machen, die Eltern machen Brit Mila. Die Eltern schicken die Kinder zum Kindergarten, was sie wollen. Die Eltern geben die Kinder was zu essen, koscher oder nicht. Die Eltern machen Bar Mitzvah. Die Eltern manipulieren alles in die Kinder. Sollen sie ein bisschen manipulieren Jüdischkeit? Big deal. Was ist daran so schlecht? Lass das Wort manipulieren, erziehen. Zweitens, der Rebbe hat gesagt, dass wenn die Eltern wollen nicht, soll die Kinder kommen zu den Eltern und sagen, ich will gehen zum jüdischen Camp. Das heißt, wenn ein Kind will etwas, ich glaube, in die jüdischen Gemeinden in Deutschland liegt das nicht an die Eltern, liegt das auch nicht an die Kinder. Weißt du, an wem liegt das? An die anderen Eltern und andere Kinder. Hier ist eine Bevölkerung, jeder guckt, und was macht ihr diesen Sommer? Ah, diesen Sommer fliegen wir nach Mallorca. Dann siehst du 10 Familien in Mallorca. Was macht ihr diesen Winter? Diesen Winter, wir sind alle in Schweiz, in San Moritz. Was gibt es in San Moritz? Nächtige Lewone zu suchen? Ein nächtiger Tag. Deshalb, wenn mein Kind ist mir wichtig, interessiert mich nicht, wo gehen die anderen Kinder. Interessiert mich, meine Kinder zu geben, eine gute Erziehung. Jetzt war Sommerferien, habe ich mein Kind geschickt nach Manchester, weil ich möchte, soll er lernen, andere Jüdischkeit, andere Möglichkeiten und andere Leben. Willst du was fragen? Okay, wenn es ist alles klar und wenn ihr seid fertig, schickt eure Kinder zu Camp von Chabad. Der Rebbe wird euch versprochen, Naches. Gute Naches. Gesund. Gesunde Naches. Und ihr werdet genießen, ihr werdet von euren Kindern kriegen Jüdischkeit im Sommer, so wie man erwartet Jüdischkeit im Winter. Normalerweise Sommer ist eine Zeit, wo Menschen sind so ein bisschen lockerer in Jüdischkeit. Wir machen jetzt in Südamerika, hier ist jetzt Sommer. Und wir vorbereiten uns jetzt eine Shiur für den kommenden Sommer in Deutschland. Schick eure Kinder zum Chabad-Camp in Düsseldorf. Die wurde organisiert von Nordrhein-Westfalen. Und sag bitte beim Camp, dass ihr seid überzeugt von Shlomo Raskin. Es ist uns sehr, sehr wichtig, dass ihr seid dabei. Ich danke euch.